Dieser enge Hängedrang hat mich tierisch irritiert. Sowas kann einen ja wahnsinnig irritieren, ja? Ja, klar. Ich hatte überlegt, ob wir diese lockere Methode machen sollen, den Knopf auflassen unter dem Hemdkragen. Also es geht nicht, es irritiert mich auch, weil seit fast 1000 Sendungen habe ich den Knopf zu. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die sind wahnsinnig wichtig. Das sind Marotten, ist sowas neurotisch? Nein. Ist jetzt besser? Hä? Ist jetzt besser? Ja, aber seit ich drüber spreche, hilft es mir wenigstens. Ja. Also, wenn ich es nicht in mich reinfresse. Ja? Nobelpreis in Literatur ist vergeben. Kommen wir da jetzt schon dazu? Ja, klar. Oder später? Nee, jetzt. Nobelpreis Literatur an V.S. Naipaul. Herzlichen Glückwunsch. Moment mal. Das ist sein Buch, eines seiner Bücher. Ja. Sag mir, wer mein Feind ist. Aber schon älter, oder? Ja, ja, das ist so eine Geschichtensammlung von 1973. Sehr begeistert klingt das alles nicht. Er gilt als der bedeutendste englischsprachige Reiseschriftsteller. Hab ich ja, ich habe nie was von ihm gelesen. Du? Ja, und wissen Sie, was bin ich? Ich habe mal Bücher von ihm weggeschmissen. Vor Jahren. Und zwar ist es folgendes. Achtung, liebe Lehrer, aufgepasst. Bücher verbrennen tue ich nicht. Ja, wieso? Brauche ich nicht so ein politisch korrektes Gesicht gleich machen. Ja. Bücher verbrennen, Sie wissen, in Deutschland, schlimm belastet durch die Nazis, machen wir nicht. Aber Bücher wegwerfen, ja, ich werfe Bücher weg. Und zwar, bei mir gibt es drei Stufen des Bücherwegwerfens. Nach dem Lesen wegwerfen, ja, vor dem Lesen wegwerfen und das erwischte leider V.S. Naipaul, eingeschweißt wegwerfen. Heute ärgert es mich. What? Eingeschweißt wegwerfen ist ja ganz schlimm. Wo kommt es denn hin? Ins Plastikmüll oder in Altpapier? Ich habe sie in die normale Mülltonne bei mir vom Haus geschmissen. Oh. Ja. Ja, wie soll ich denn dann, in welche Tonne soll ich denn ein eingeschweißtes Buch werfen? Na, dann mach doch wenigstens die Folie ab und nein, das würde ja die Lust mindern. Das ist ja das Geilste, ein Buch noch eingeschweißt einfach wegzuwerfen. Ich sag's nochmal, das ist ein großartiger Schriftsteller. Das ist meine Ignoranz. Ja. Ist meine Ignoranz. Aber ich habe das Buch geschickt bekommen, ja. Und früher habe ich auch alles aufgehoben. Die ganzen Reklamhefte aus der Schule und so weiter. Alles Quatsch. Man guckt nie mehr rein. Und jetzt habe ich angefangen, während der letzten 6 Umzüge, ja, habe ich angefangen, Bücher wegzuwerfen. Und jetzt mittlerweile werfe ich, ich kriege pro Tag 5 Bücher geschickt und bitte schicken Sie mir keine Bücher. Ja? Wenn mir ein Buch gefällt, kaufe ich es mir. Schicken Sie mir keine Bücher, wo Sie, kürzlich haben Sie das Wort Garten erwähnt. Ich habe ein Buch über Garten geschrieben, vielleicht ist das was für Sie. Ja? Machen Sie das nicht, weil ich werfe Sie weg. Ich kriege das Buch so und werfe es hier rein. Ja? Weil es macht mich so aggressiv, wenn ich ein Buch geschickt bekomme. Ja? Und dann noch dieser enge Kragen. Ich werfe das Buch weg. Und V.S. Naipaul hatte ich ungefähr 2 Jahre bei mir im Regal stehen. Ich schaue immer auf dieses Buch, sehe diesen eingeschweißten Verband, denke mir, ich sollte das mal lesen. Dann immer wieder diese anderen Sachen gelesen, die sich auch alle nicht lohnen. Es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Im Grunde braucht man ein Regal. Ja? Mehr Bücher bestehen überhaupt nicht den Test durch die Zeit. Du hebst natürlich alles auf. Ich heb fast alles auf, ja. Du möchtest eine Bibliothek aufbauen. Ja, damit, ja klar, damit auch spätere Generationen etwas von diesen wunderbaren Büchern haben. Vollkommener Quatsch. Nie geht ein Kind hin und holt sich ein Buch von den Eltern. Das sind immer diese Schriftstellerbücher. Ich weiß noch, als mein Vater mir sagte, jetzt bist du alt genug, um dir ein Buch ganz oben auf der Leiter zu holen. Auf Dauer hat das alles keinen Bestand. Das fliegt alles raus. Im Grunde braucht man maximal 50 Bücher. Oder du hast 15.000 Bücher, ja, dann musst du aber blind sein, ja, und dann musst du so wie heißt der, Jorge Luis Borges, der Nationalbibliothekar von Argentinien, dann musst du in einer Bibliothek leben und von einem Assistenten rumgeführt werden und alles gelesen haben und auswendig kennen. Aber dieses Bibliothekenaufgebaue in irgendwelchen schrägen Dachwänden. Das ist doch vollkommen sinnlos. Das bringt nichts. Ich lese ein Buch. Hier abends, die meisten Gäste lüge ich ja voll. Ja, so. Ein tolles Buch, hab's gelesen. Habe ich gar nicht die Zeit. Also hier, was? Petra will eine neue Frisur. Walter zieht aus. Die beiden probieren es nochmal. Weg! Ein Buch, wo die Hauptfiguren Anna und Paul heißen, fasse ich nicht mal an. Diese Beziehungsromane in Berlin. Weißt du, wo in einer Loft gewohnt wird und so. Er ist Fotograf und sie hat auch nichts zu tun. Weg! So.
Zeitgenössische Autoren kann man fast alle wegschmeißen. Bitte? Ja. Wen nicht? Wen soll man aufheben? Deutsche oder überhaupt? Egal. Also, du hast selber gesagt, Philip Roth muss man aufheben. Philip Roth, einer von den wenigen. Ich finde auch, man muss Nick Hornby aufheben. Nein. Doch. Absolut nicht. Am Freitag, morgen kommt Kracht. Morgen kommt Kracht. Wir hören, was ihr über Hornby sagt. Schmuddelig und so heterosexuell. Naja, also ich meine, das ist auch eine sehr spezielle Meinung. Kann er haben, aber teile ich nicht. Gut. Nick Hornby, 2 Jahre, dann ist die Zeit vorbei. Thomas Bernhard. Ja. Goethe braucht man auch nicht aufheben. Gedichtbände. Goethe ist überschätzt. Ja. Einiges. Das meiste von Goethe ist sterbenslangweilig. Ja, das stimmt. Aber hey, Germanisten, nehmt mal den Finger aus dem Tee. Das Grandiose an Goethe, was die Zeit überdauern wird, ja, ist er als Person, sein Lebensstil, sein umfassendes Interesse für alle, seine großartige Statements zur Kanonade von Valmy, wo er beschreibt, wie der Regenbogen sich in der Pfütze spiegelt. Iphigenie von Tauris kann doch im Ernst keiner gut finden. Ja, das ist furchtbar. Da sparst du doch weg. Ja, aber Faust ist großartig. Ja? Warum? Das ist mal so eine Behauptung. Nein, das liest sich. Der erste Teil ist ganz okay, im zweiten Teil zieht sich's. Bisschen, ja, natürlich zieht sich's dann, aber wer liest denn den zweiten Teil? Ich finde, wer Goethe zu weiten Teilen wegschmeißt, beweist Stil. Werbung? Ja. Wir machen Werbung, meine Damen und Herren, und dann sage ich, welche Bücher Sie auch noch wegschmeißen können. Bis gleich. Herzlich willkommen in der wichtigsten Literatursendung, meine Damen und Herren, des ZDF. Bücher weggeschmissen, leicht gemacht. Sie müssen natürlich erstmal Bücher haben, um sie wegzumeißen, das ist schon klar. Ja? Aber das meiste, auch beim Umzug sind Bücher nur lästig. Du musst ja immer in den Kartons anfangen, machst du die Bücher ganz voll, dann kann es kein Mensch tragen und so weiter. Es ist alles verstaubt und so. 50 Bücher, mehr brauchst du. Wir könnten mal eine Liste zusammenstellen. 50 Bücher ist auch zu viel. 30 Bücher, 20 Bücher, 20 Bücher, 20 Bücher. Ich habe es gelesen in den Tagebüchern von Julian Green. Am Schluss, der wurde 100. In den letzten Wochen hat nicht mal mehr Thomas Mann standgehalten. Kann man im Grunde auch wegschmeißen. Ich glaube, heute Abend schmeiße ich Thomas Mann weg. Du hast doch noch nicht mal die Buddenbrooks gelesen. Ich habe nichts von ihm gelesen. Nie. Ja. Nie. Ja, also da hast du wahrscheinlich nichts. Also ich habe die Tagebücher von Julian Green gelesen und habe gesagt, er hat zum Schluss noch gebraucht Shakespeare, Novalis und die Bibel. Zum Schluss braucht man sowieso ziemlich wenig. Ja, also. Aber wenn du... Ja, aber das ist doch das Großartige. Das, ja, Iris Radisch hat es geschrieben in der Zeit. Er hat es in seiner Wohnung empfangen. Ja? Es ist... Wenn du von einem Giganten liest, dass er mit 100 auf den letzten Metern sagt, es überdauert nichts, wozu willst du dich dann mit 40 damit belasten? Schmeiß es doch gleich weg. 20 Bücher, das reicht. Also mindestens 200. Ach, was denn, deine ganzen Reisebücher und Reisebücher? Was denn 200? Was denn 200? Also. 200 Bücher? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ich hab's ja noch nicht alle, aber ich brauche ja noch ein paar. Wir werden das vertiefen, meine Damen und Herren. Oh ja. Keine Bücher mehr schicken. Sie können uns gerne schreiben. Ja, das war das so. Da werde ich jetzt viele Post kriegen, so, ich habe sie bisher sehr geschätzt, aber jetzt werde ich sie nicht mehr anschauen. Das war das Letzte. Was ein Volltrottel wie Sie sich einem Giganten wie Goethe gegenüber erlaubt, meine Familie war empört und so. Das wären sehr, 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 sehr böse Briefe. Aber auch die schmeiße ich weg.